Mein Name ist Matthias Polliger. Ich bin DOP, vor allem im szenischen Bereich, arbeite aber auch dokumentarisch und im Imagefilm. 2015 hat so ein bisschen die Geschichte mit Varicam begonnen. Ich habe seitdem 3 Tatorte, einen Kinospielfilm und mehrere Dokumentationen mit der Varicam umgesetzt. Das startete alles mit dem Tatort. Tatort war ein ziemlich populäres Format im deutschen Fernsehen mit bis zu 12 Millionen Zuschauern. Und es war der zweite Tatort, den ich je umgesetzt habe. Und das war so eine ISIS-Geschichte, die in einem Safehouse, einem dunklen Keller spielt. Und 2015 kam die Varicam raus und mir schien diese Lowlight-Sensibility von der Kamera ziemlich geeignet, das mal am realen Objekt in einem Tatort auszuprobieren. Und so habe ich die Varicam 35 kennen und dann auch schätzen gelernt. Für Nur Gott kann mich richten war so ein bisschen die Weiterentwicklung aus meiner Erfahrung vom Tatort, Lowlight-Bereich. Nur Gott kann mich richten, ein Gangsterfilm. Es war mir sehr wichtig, die Atmosphäre von einem düsteren Frankfurt auch einfangen zu können. Und somit war das Spiel mit höheren ISO-Zahlen ein zentraler Bestandteil für die Umsetzung des visuellen Konzepts. Speziell ist sicher daran, dass wir mit echten Straßenlampen aus Nacht geleuchtet haben. Das heißt, wir haben Straßenlampenköpfe einzeln genommen und sie auf Lampenstative montiert und damit uns reales Straßenlicht geschaffen. Und ich wollte so ein doppeltes monochromatisches Licht haben, sprich mit 2 Lampenarten arbeiten, die es da gibt, nämlich eins das Sodium-Gelb-Orange gemischt mit dem Metalldampf Blau-Grün. Also immer 2 Farben in einem Bild zu haben, die aber von realen Straßenlampen stammen. Das war mein erster Einsatz von solchen Elementen oder von solchen Lampen für einen Spielfilm. Und eben die Atmosphäre der Stadt an sich einzufangen, da ist der Anschluss auch an die Varicam mit 5000 ASA zu arbeiten. Für Nur Gott kann mich richten, habe ich mit der Varicam LT als A-Kamera und der Varicam 35 als B-Kamera gearbeitet. Die LT als A aus dem Grunde, um die leichtere, kleinere Kamera für Handheld-Geschichten und auch für Gimbal-Setups nutzen zu können. Für mich sind hauptsächlich 3 Punkte zentral. Und das ist neben dem Dual Native ISO, was so ein bisschen das Main-Feature der Kamera ist, die 4K-Option. Und für mich fast so zentral auch das LUT-Management der Kamera, wie die Kamera mit LUT-Up-Tables umgeht, dass man sie einladen kann. Und das war auch so nach meinem ersten Tatort, nach den ersten Erfahrungen mit der Varicam, wollte ich unbedingt das auch nutzen, eigene LUTs vorab zu entwickeln, diese dann in die Kamera zu laden und somit nach dem Motto What you see is what you get auch in der Kamera der Preview von meinen Rushes, von meinen Mustern auch direkt schon vor Ort im Sucher beurteilen zu können und entsprechend auch die LUTs auszuwählen. Die wohl komplizierteste Einstellung von Nur Gott kann mich richten ist ziemlich in der Mitte von Film. Das ist eine Plansequenz, wo 2 Hauptfiguren aufeinandertreffen in einem Shootout. Und um das zu realisieren, haben wir mit einem Remote-Head in einem fahrenden Auto gearbeitet und es ist relativ komplex gestaged, wie da der Shootout stattfindet. Das hat dazu geführt, dass wir den Kopf über Funk, den Remote-Head über Funk steuern mussten, dass wir Funkvideo, Funkschärfe, Funkton und auch eine SFX-Schussanlage im Auto hatten, die quasi Einschüsse dupliziert hat von einem Schützen, der außerhalb vom Wagen steht. Am besten mal selber angucken. Ich hatte im Rahmen vom Tatort sehr gute Erfahrungen mit Cook S2, S3 Linsen gemacht und ich mochte auch deren Charakteristik. Für Nur Gott kann mich richten, wollte ich aber ein bisschen qualitativ ein bisschen mehr steigern und bin dann zu Cook S4 Optiken übergegangen für dieses Projekt. Wie gesagt, für mich war sehr zentral am Set das Preview von meinen LUTs schon zu haben. Ich habe einen Screen-Test gedreht vorab. Anhand von diesem Screen-Test habe ich LUTs bestimmt und zwar 3 LUTs in jeweils auch 3 Kontraststufen. Das heißt, ich konnte zwischen 9 LUTs jeweils in der Kamera wählen. Ich habe mir die dann in der Kamera aufgerufen und somit nach dem Motto What you see is what you get dann auch ein Preview in der Kamera gehabt. Später für die Mustern wurden die LUTs nur noch wieder angewendet nach den Metadaten der Kamera. So hatte ich einen vereinfachten Muster-Workflow. Das also, was ich in der Kamera sehe, so sieht auch später, was im Schnitt landet, auch aus.
Also generell würde ich mal sagen, jeder sollte selbst testen, selbst auswählen, selbst schlau werden, was er nutzen möchte. Für mich selbst ist auch wichtig, mehrere Systeme auch zu kennen, um je nachdem, was der Film fordert, wie zum Beispiel beim Gangsterfilm Lowlight-Situationen, dann auch entsprechend reagieren zu können. Also offen bleiben, wach bleiben und selber testen.